Weiter geht's. Mass Effect. Immer noch der Vollmann. Scharfschützengewehr im Anschlag auf Terum. Lass mal gucken. Hier muss man Markus stehen lassen. Marco. Marco, ich denke, das ist Markus. Ja, ich schon Namen. Vollmann, Namen. Das ist so eine Sache. So, ein bisschen haben wir noch. Oh, eine große offene Fläche. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt. Ups. Entschuldigung. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gehen wir erstmal hier hin. So, da ist ein Lavasee. Wie geht's denn hier weiter? Wir haben ja im letzten Part gelernt, Lavaseen sind immer scheiße. Ich würde sagen. Jo. Ja, Herrschaftszeit, wo geht's denn hier weiter, ey? Ach, hier rüber. Kommt da blind, ne? Wo sind die denn alle? Ist die Musik noch so treibend? Hier rennt keiner mehr rum. Was? Ach du Scheiße. Nee, nee, ist da. Alter, willst du mich jetzt total verarschen? Fuck. Schieß mal nach oben. Alter, was machst du mit dem, ey? Der muss als erstes weg. Hat er seine Kumpels noch mit? Habe ich den Gegner erst erwischt? Aufstehen. Hallo, hier wird nicht rumgefaulenzt. Okay. Gut. Wie viel besser als erwartet. Hallo, wie ist es denn voller mit Energie da unten? Der Caden. Ich sag natürlich, komm schon weiter. Ich muss wieder zurück. Aha. Ich hätte auch gebrochen, wenn ich da nicht weitergekommen wäre. Dann gehe ich aber noch gerade hier hinten mal rüber. Wow. Okay, hier gibt es nichts mehr. Ich denke mal, hier vorne müssen wir rein. Ach, hier kommen sie gelaufen. Der ist ja immer noch. Was ist denn mit dem los? Da steht doch Medigel. Wie glaube ich denn überhaupt? Upgrade. Nein, ne? Rüstungs-Upgrade. Was hab ich denn hier? Shock Absorber 3, Medizininterface.
das mache ich. Was haben wir denn hier? Caden, was hat der denn? Der hat gar nichts. Warum sagt mir das denn keiner? So, ich muss jetzt aber mal speichern. Okay. So, da denke ich mal. Sieht aus, als ist schon ein Käfer reingebohrt und ich steige durch den After in den Berg rein. Ist ja ekelhaft. Was sagt denn die Karte? Was ist das? Fahrstuhl runter. Proteanischer Turm. Ach. Ist der Caden irgendwie vergiftet oder sowas? Hm? Aber irgendwie, jetzt muss ich ja gerade gucken, Aufträge, Tagebuch, da tut sich nichts, ne? Nichts. Ja. Was war das? Da ist so einer gelaufen. Hm? Da war doch einer. Ja, ey. Ja. Wir gehen aber. Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet, nachdem sie erbaut wurde. Also hier komme ich nicht durch. Ja, genau, hier da mal in Deckung. Der Caden, der geht mir ein bisschen auf den Sack mit seinem Grün durch den Balken da unten. So, kommt rein. Allein will ich ja dann doch nicht. Ja, das ist ein sehr leiser Aufzug. Hm? Meint er nicht? Schön, oder? Nein, ich möchte nicht die Schrotflinte. Sturmgewehr bitte immer noch. Fahrstuhl. Wow! Wieso habe ich denn wieder dieses... Die Fliesen in diesen Löchern erinnern mich an einen Badezimmerboden. Na dann. Das ist so ein Vogel, der Typ. Der ist so durch. Und noch weiter runter. Was? Und jetzt? Mhm. Ja, immer her damit. Was sagt denn hier die Map? Rampe runter. Hallo? Ach! Könnte mir vielleicht jemand helfen? Bitte?
Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Liara Zoni, vermute ich. Der Göttin sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand nach mir suchen würde. Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art portianische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venetias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftaucht und versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben? Gate hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Haben Sie einen Tipp, wie wir helfen können? Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorgana bei der Gegend. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Kann ich jetzt nicht mehr mit dir reden? Und das Ausrufezeichen, auf jeden Fall. Ja, jetzt müssen wir noch speichern. Ich hab keinen Bock beim nächsten Mal laden. Der Gelaber wieder zu hören. Das ist 84. Leck mich am Arsch. Ja, aber das ist dieses Freispeichern. Ich liebe Freispeichern. Das ist wirklich das Schönste, was es gibt, Freispeichern. Ich hasse Spiele, deswegen spiele ich auch sehr ungern Xbox-Spiele. Weil man da in der Regel nicht freispeichern kann. Was? So. Lagerzelte. Ach, ich würde immer springen. Das ist zum Kotzen. Stabilisator, Wolfram, das hatte ich alles schon. Aber egal. Pistole, Präzisionsgewehr, Naginata. Oh, das ist immer gut. Das war's. Guck mal da vorne. Aber jetzt gehe ich mal noch schnell meine Ausrüstung ran. Dann ist der Part schon wieder vorbei. Rüstungs-Upgrade, alles nicht. Ach, es ist unglaublich, wie schnell der Part immer rumgeht. Das war ein Präzisionsgewehr hier. Der hier. Ach, er hat schon eine, guck mal. Sonst nichts, nee, ne? Ich meine, sonst war da nichts Dolles dabei. Okay, heute. Ich sag schon wieder mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect mit Volva Shepard. Ciao!